Wenn Sie das Aufstelldach öffnen oder schließen wollen, muss Ihr Fahrzeug waagerecht stehen. Für den notwendigen Druckausgleich öffnen Sie immer erst ein Fenster oder eine Tür, bevor Sie das Aufstelldach öffnen. Wenn dies nicht der Fall ist, verhindert der Unterdruck ein leichtgängiges Öffnen. Gleichzeitig kann der Faltenbalg irreparabel beschädigt werden. Entriegeln Sie anschließend den Dachverschluss an Fahrer- und Beifahrerseite. Drücken Sie das Dach mit beiden Händen nach oben. Bei Fahrzeugen mit Schiebedach drücken Sie nur außerhalb des Fensterrahmens. Achten Sie darauf, dass genug Freiraum für das Aufschwenken des Dachs vorhanden ist. Drücken Sie, bis das Mantelrohr des rechten Dämpfers hörbar gegen den Kolben der Gasdruckfeder stößt. Die Glasfaserstäbe in der Faltenbalgkonstruktion sorgen für ein gleichmäßiges Auf- und Zusammenfalten. Zusätzlich versteifen Sie den Balg. Der Faltenbalg besteht aus einem fünfschichtigen wasserdichten Spezialmaterial. Er benötigt keine zusätzliche Imprägnierung. Bevor Sie das Aufstelldach ablassen, müssen Sie die Ablageflächen freiräumen und die Reißverschlüsse schließen. Die Leselampen müssen ausgeschaltet und abgekühlt sein. Klemmen Sie die Leuchten anschließend in die Halter und richten diese neben der Aluleiste aus. Schwenken Sie den Bettrahmen nach unten. Das Band im hinteren Teil des Aufstelldachs muss fest an der Bettplatte fixiert sein. Entfernen Sie anschließend alle Gegenstände von der Matratze. Richten Sie die Matratze aus. Eine zweite Person kontrolliert anschließend die äußere Auflagefläche des Aufstelldachs. Sie stellt sicher, dass sich keine Fremdkörper im Bereich des Faltenbalgs befinden. Vor dem Ablassen des Aufstelldachs öffnen Sie wieder ein Fenster oder eine Tür. Falls Sie das nicht tun, wird der Faltenbalg durch Überdruck aufgebläht und kann irreparabel beschädigt werden. Zum Ablassen drücken Sie von innen an der Beifahrerseite auf die Push-Markierung. Ziehen Sie das Aufstelldach an der Schlaufe vorsichtig nach unten. Die zweite Person kontrolliert von außen, dass sich der Faltenbalg korrekt zusammenfaltet. Der Faltenbalg darf feucht zusammengefaltet werden, muss aber zum Abtrocknen zeitnah wieder geöffnet werden. Ziehen Sie eventuell nach außen gewölbte Falten nach innen. Verriegeln Sie dann das Aufstelldach. Achten Sie darauf, dass der Kniehebel korrekt in die Aufnahme eingehakt wird. Kontrollieren Sie anschließend die Verriegelung. Das Fahrzeug darf nur mit korrekt verschlossenen Verriegelungen gefahren werden. Verstauen Sie die Schlaufe sicher. Um Wassereintritt zu verhindern, öffnen Sie das Schiebedach erst nach der ersten Fahrt. So kann der Fahrtwind angesammeltes Wasser abblasen. Um das geöffnete Schiebedach wieder vollständig zu schließen, tippen Sie die entsprechende Pfeiltaste einmal an. Halten Sie die Taste nicht gedrückt, denn dann verbleibt ein minimaler Spalt, durch den Wasser eindringen kann.